Linguistik in 120 Sekunden. Deixis und Phraseologie 1 von 3. Was ist eigentlich temporale Deixis? In dieser kurzen Videoreihe wollen wir euch die Schnittstelle der temporalen Deixis und der Phraseologie anhand von Sprichwörtern vorstellen. Als erstes wollen wir euch dafür die wichtigsten Grundlagen der temporalen Deixis erklären. Die Deixis beschreibt die Verwendung von sprachlichen Elementen, um auf Personen, Orte, Zeiten oder andere Elemente im Kontext zu verweisen. Die temporale Deixis bezieht sich speziell auf den Verweis zeitlicher Elemente. Zeitlich-deiktische Ausdrücke umfassen Wörter und Phrasen wie jetzt, gestern, heute, nächstes Jahr und so weiter. Diese Ausdrücke sind vom Kontext der Äußerung abhängig, um die richtige zeitliche Information zu vermitteln. Ein wichtiger Bestandteil der temporalen Deixis ist das deiktische Zentrum, auch Origo genannt. Das ist der Bezugspunkt, auf den die temporale Deixis interpretiert wird, also das Hier und Jetzt des Sprechers oder der Sprecherin. Zeitliche Bezugspunkte können dabei in der Gegenwart jetzt, in der Vergangenheit gestern oder in Zukunft morgen verankert sein. Ein weiterer wichtiger Bestandteil ist die subjektive Zeigefunktion. Sie bezieht sich darauf, wie die Sprecherin oder der Sprecher ihre eigene Perspektive oder Position in Bezug auf die Zeit ausdrückt. Sowohl der Sprecher als auch der Hörer müssen ein gemeinsames Verständnis der verwendeten deiktischen Ausdrücke und ihrer Beziehung zum aktuellen zeitlichen Kontext haben. Gemeinsames kulturelles oder situatives Wissen können ebenfalls eine Rolle spielen. Die Deixis erfordert klare Kontextinformationen, um richtig verstanden zu werden. Dazu gehört die Kenntnis des Zeitpunkts der Äußerung und aller relevanten zeitlichen Marker, die Ankerpunkte für die Interpretation bieten. Des Weiteren können deiktische Ausdrücke auf die Dauer hinweisen, wie 2 Stunden lang oder den ganzen Tag, und die Häufigkeit angeben, wie immer, oft oder einmal. Der Unterschied zwischen temporaler Deixis und der allgemeinen Thematisierung von Zeit liegt darin, dass Deixis spezifisch auf die Verwendung von sprachlichen Elementen zur Verweisung auf Zeit abzielt.